Liebe Frau Burgian, verehrte Anwesende, noch stehen wir unter dem Schock, den der Sieg der Taliban-Banden über das größte Militärbündnis der Welt ausgelöst hat. Wie kann es sein, dass Afghanistan dem totalitären Islam in den Rachen geworfen wird? Wie kann es sein, dass die Frauen in Afghanistan binnen einer Woche all die erkämpften Freiheiten der letzten 20 Jahre verlieren? Wie konnte es passieren, dass nur ein Teil der Menschen, die den Deutschen in Afghanistan halfen, evakuiert werden konnten, während zahllose andere im Land bleiben mussten, wo sie möglichen Racheaktionen der Taliban ausgeliefert sind? Diese Demütigung des Westens ist ein Debakel für die Welt. Der Westen verrät mit seinem überstürzten und planlosen Abzug all diejenigen, die an sein Versprechen geglaubt und sich für Freiheit und Menschenrechte eingesetzt haben, während die radikalen Islamisten nach dem Motto Terror lohnt sich überall in der Welt neuen Aufwind erhalten. Wir stehen heute vor dem Bundestag, weil wir in einer Zeit, in der der Islamismus sein schauderhaftes Wesen erneut offenbart, von der deutschen Politik erwarten, dass sie ihr Techtelmechtel mit islamistischen Kräften beendet und stattdessen in Wort und Tat für die Opfer dieses Islamismus Partei ergreift. Wir stehen heute vor dem Bundestag, um unsere besondere Solidarität mit den Frauen in Afghanistan und denen im Iran zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel mit jenen Frauen, die in den letzten Tagen in Herat und Kabul den unerhörten Mut aufbrachten, auf offener Straße gegen die Taliban zu demonstrieren. Freiheit ist unser Motto. Das war auf einem ihrer Plakate zu lesen. Wir sind heute aber auch deshalb vor dem Bundestag, weil wir diesem Motto folgen, von der universellen Gültigkeit der Menschenrechte überzeugt sind und diesen Standpunkt gegen all die Defätisten und Spötter verteidigen, die entgegengesetzte Schlussfolgerungen aus dem Afghanistan-Debakel ziehen. So verweisen heute alle möglichen Experten von links und rechts auf die afghanische Stammesgesellschaft, der man mit westlichen Freiheitsvorstellungen nicht kommen könne. Zitat: Die Afghanen leben, wie es ihre Vorfahren und ihre Religion bestimmen, das behauptete ein Redner im Bundestag. Zitat: Man kann fremde Völker nicht zu ihrem Glück zwingen, heißt es auch in einem Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich halte diesen Kulturrelativismus, der die Existenz eines Homo Islamicus unterstellt, für zutiefst rassistisch. Sind Stockhiebe, das Abhaken von Gliedmaßen, die Unterjochung der Frau lediglich für europäische Augen falsch, in den Augen arabischer oder iranischer Frauen aber richtig? Hatten etwa die tausende verzweifelter Afghaninnen und Afghanen, die zum Kabuler Flughafen drängten, die Kultur ihrer Vorfahren nur nicht richtig verinnerlicht? Wer vom Westen den Verzicht auf den Export eigener Menschenrechtsstandards fordert, kapituliert vor der Barbarei. Dies gilt auch für die Verfechter einer pseudolinken Identitätspolitik, die den Wunsch, Muslime an Freiheit, Demokratie und Menschenrechten teilhaben zu lassen, als Überheblichkeit des Westens verdammen, der angeblich seine Werte muslimischen Ländern überstülpen wolle. Dies ist gleich doppelt falsch. Erstens sind die Menschenrechte keine Exklusivdomäne des Westens, sondern gelten universell. Zweitens betrachten sich die Musliminnen und Muslime, die sich in Afghanistan von der Diktatur des talibanisierten Islam befreiten, nicht als Vertreter westlicher Werte, sondern als die Subjekte eines eigenen muslimischen Lebensentwurfs. Die Schuld und das Scheitern des Westens liegen nicht im Beharren auf seine humanitären Vorstellungen, sondern in seiner Halbherzigkeit. Man kann nicht in Afghanistan gegen den totalitären Islamismus kämpfen und diesen gleichzeitig im Iran hofieren. Auch hier
im Iran sind es hauptsächlich die Frauen, die wörtlich unter der Peitsche des Islamismus leiden. Stellen Sie sich vor, man würde in Deutschland einen Hund, sagen wir einen Golden Retriever, auf ein Brett schnallen und dann vor gaffenden Zuschauern auspeitschen. Ein Aufschrei des Entsetzens ginge durch das Land. Wo aber bleibt dieser Aufschrei des Entsetzens, wenn diese Folter an iranischen Frauen praktiziert wird, weil sie ihre Stimme erheben? Derzeit sind es mehr als 500 Frauen, die Teherans Machthaber weggesperrt haben, weil sich diese für Frauenrechte einsetzten. Eine von ihnen ist die Deutsch-Iranerin Nahi Taghavi, die seit 1983 in Köln wohnt und einen zweiten Wohnsitz in Teheran hat. Dort wurde sie bereits im Oktober 2020 wegen angeblicher Gefährdung der Sicherheit festgenommen. Sie musste 194 Tage in Isolationshaft verbringen. Sie musste ohne Bett und Kissen auf dem Boden schlafen, durfte nur 30 Minuten pro Tag mit Augenbinde an die frische Luft und wurde rund um die Uhr überwacht. Letzten Monat wurde sie zu fast 11 Jahren Haft verurteilt wegen angeblicher Leitung einer illegalen Gruppe, von deren Existenz aber niemand etwas weiß. Wir fordern, dass die Bundesregierung alle Hebel in Bewegung setzt, um Nahi Taghavi zu befreien. Aber auch die wegen ihres Einsatzes für die Menschenrechte preisgekrönte Nasrin Sotoudeh wurde eben deshalb zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt, ihre Kollegin Solaya Hejab zu 18 Jahren, von den übrigen 500 Frauen ganz zu schweigen. Heute müssen wir auch darum kämpfen, dass die afghanischen Frauen dieses Schicksal ihrer iranischen Schwestern nicht erleiden. Die Taliban und das iranische Regime sind in dem Bestreben vereint, den demokratischen Staat Israel auslöschen zu wollen. Allein schon deshalb ist es ein Skandal, dass zuletzt 40% aller EU-Exporte nach Iran aus Deutschland kamen und 35% aller EU-Einfuhren aus dem Iran nach Deutschland gingen. Am 1. Juli dieses Jahres, 14 Tage nachdem der Menschenschlechter Ebrahim Raisi zum neuen iranischen Präsidenten bestimmt wurde, gründete die Deutsch-Iranische Handelskammer in Teheran unter der Bezeichnung Wirtschaftsjunioren Iran eine neue Organisation für junge Führungskräfte aus Deutschland und Iran, ganz offenkundig mit dem Ziel, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem iranischen Schreckensregime weiter auszubauen. Wenige Tage zuvor hatte der Bundestag unter dem Titel Menschenrechte ins Zentrum der Iran-Politik stellen eine Erklärung beschlossen, die in ihrem ersten Teil lesenswert ist, weil sie die Verbrechen des iranischen Regimes akkurat auflistet. Doch ihr zweiter Teil, der die Forderungen an die Bundesregierung auflistet, ist maßlos schwach. Hier wird unter der Bezeichnung Iran-Politik nicht, wie es eigentlich nötig wäre, irgendeine Form von Unterstützung für die leidende Bevölkerung verstanden, sondern allein der sogenannte Dialog mit dem islamistischen Regime. In fast allen der 18 Punkte fordert der Bundestag die Bundesregierung auf, den Iran aufzufordern, dies und jenes zu tun. Als Steigerung findet sich die Formulierung, mit Nachdruck aufzufordern, sowie als extremste Zuspitzung die Formel, den Iran unmissverständlich aufzufordern. Die Tatsache, dass das Regime all die hübschen Aufforderungen seit Jahrzehnten achselzuckend verwirft, spielt in diesem Bundestagsbeschluss ebenso wenig eine Rolle wie die Frage, was denn geschehen soll, wenn das Regime die deutschen Forderungen auch diesmal ignoriert. Vor allem aber fehlt jeder positive Bezug auf die widerständische iranische Bevölkerung. Warum ruft der Bundestag die Bundesregierung nicht dazu auf, relevante Vertreter der iranischen Opposition öffentlich zu Sondierungsgesprächen oder zur Vorbereitung von Kongressen einzuladen? Internationale Solidarität kann nicht darin bestehen, dass man die Führer des Islamismus in Kabul oder Teheran darum bittet, etwas weniger hart zuzuschlagen. Solidarität bedeutet, sich auf die Seite der Drangsalierten zu stellen und deren bärtige Bedränger unter Druck zu setzen, bis sie sich zu einer Verhaltensänderung gezwungen sehen.
das Prinzip der Universalität der Menschenrechte nicht nur zu proklamieren, sondern mit allen verfügbaren Mitteln auch zur Leitlinie von Politik zu machen. Das ist es, was von einer neuen Bundesregierung zu fordern ist. Vielen Dank. Bleiben Sie noch. Herr Dr. Künzel, Sie haben ja aus unseren Herzen gesprochen. Ich möchte mich im Namen unseres Teams ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Unsere Aufforderung ist, bei der Bildung nächster Bundesregierung, dass alle diese Aufforderungen, die Sie aufgezählt haben, wirklich auf deren Agenda kommen. Und wir werden uns dafür einsetzen, Herr Dr. Künzel. Und ich hoffe, dass Sie uns auch dabei unterstützen. Also ein Applaus für den hervorragenden Vortrag von Herrn Dr. Künzel. Ich würde sehr gerne Ihre Rede digital bekommen, damit wir auf unsere Seite stellen können. Herzlichen Dank. Nochmal ein Applaus.